zugeben, dass ich inzwischen wirklich gut reiten kann. Melissa ist auch nicht schlecht und zwischen uns ist ein kleiner Wettkampf ausgebrochen. Ich verliere nicht gerne, aber Melissa wird richtig wütend, wenn sie nicht die Beste ist. Sie ist nicht einfach. Warten wir ab, wie es bei den Kingswood-Meisterschaften wird. Ich bin Mr. Willoughby über den Weg gelaufen und er sagte, dass ich eine gute Chance habe zu gewinnen. Und dann sagte er noch etwas, was ich nicht ganz verstanden habe. Wenn du gewinnst, hast du bewiesen, wo du wirklich hingehörst. Was er wohl damit meint? Gute Frage, was er damit meint. Und damit herzlich willkommen zu Reiterhof 1, Part 5. Ich sehe eine Gruppe von lieben, bekannten Menschen. Da gehe ich doch mal glatt hin. Mal gucken, was sie möchten. Hey, zusammen. Hallo, Annie. Hi. Annie, gut, dass du kommst. Ich sprach gerade über die Schatzsuche, die ich arrangiert habe. Gut, du reitest zum Geländeparcours. Dort sind entlang der Strecke 6 violette Zahlen versteckt. Merke sie dir und ordne sie der Größe nach. Beginne mit der kleinsten. Reite anschließend zurück zum Stall und rufe die Nummer an, die dabei herausgekommen ist. Der Erste, der diese Nummer anruft, erhält einen Preis. Los geht's. Gut, ich lauf schon mal weg. Bis später. Adios, amigos. Ich lauf schon mal weg. Ja genau. 4x Golf bis jetzt. Fehlt also nur noch, dass wir die Kingswood-Meisterschaften gewinnen. So. Auf zum Liebsten aller Lieben. Ich möchte gebürstet werden. Das ist okay. So. Gleich Form von 60. Schmeiß weg. So. Wir sind jetzt einfach mal zu fein dafür. Zu faul. Wie wir uns das jetzt drehen wollen, den Parcours abzureiten. Und wir telefonieren mal direkt. 135688. Hallo Annie, Glückwunsch. Du hast gewonnen. Zum Dank werde ich dein Pferd striegeln und abbrausen. Oh, danke schön. Super. So, gibt's hier irgendwas im Radio? Und nun die aktuellste Meldung des Tages. Ein völlig überraschter Mr. Willoughby wurde heute offiziell zum Geschäftsmann des Jahres ernannt. Ich bin glücklich und stolz. Ich glaube, es ist eine der größten Ehrungen, die man bekommen kann. Das waren die Nachrichten des Tages. Und jetzt ist es Zeit für ein wenig Musik. Okay. Gut. Ihr liebe Chess steht jetzt hier oben in dem Stall. Hallöchen. Genau. So. Mal gucken, ob der Mosaik schon wieder was möchte oder vielleicht doch noch nicht. Nein. Gut. Nein, einfach nein. Hier übrigens ist ein Fohlen. Tierärztin schreibt und schreibt und schreibt. Dann lassen wir sie noch ein bisschen ruhen mit ihrem Gekritzel. So. Ich glaube, wir müssen hier erst aufsatteln, auf jeden Fall. Auf Trensen. So rum. So, so, so. Was machen wir denn mal? Ja, Springtraining. Das ist am einfachsten. Allerliebste Annie. Hier ist ein Regenbogensattel. Wow. Wir bleiben etwas in der Ecke hängen. Willst du nicht? Du willst doch. Okay. Das ist okay. So, du bist übrigens 1,64 Meter groß, liebe Chess. Ein wenig verspielt, sehr temperamentvoll und dickköpfig. Eine klassische Diva eigentlich, oder? Ja, ein. So. Schneller, schneller. John, ignorieren wir jetzt einfach gekonnt. So. Wir holen uns erstmal ein paar Äpfelchen, wenn wir hier in der Nähe sind. Wir verspielen anscheinend etwas verstecken. Wo sie auch immer den Helm herzaubern kann. Los, mach schon.
Ja, Chefin, ist gut. Alles relaxed. Ja. Nummer 4, Nummer 5. Das ist extrem still. Weil warum auch nicht? Und sehr schwerarmig. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Wo ist mein Konfetti? Also echt. Stimmt euch was. Okay, ein paar Sachen müssen wir eh noch machen. Gut. Nein, John, ich lasse mal in Ruhe. Du sprichst nie mit uns. Nie, einfach nie. John Sitcom haben wir gemacht. Füttern, streicheln, Mist, Weide und einen Apfel müssen wir noch. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir schon. So, einmal bitte wieder einpacken. Prima. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zu Diamond. Den haben wir ja im letzten Turnierchen gewonnen. Okay, 58. Warum grunzen die Fehler eigentlich immer, wenn man die Apple gibt? Freuen die sich denn so sehr? Also, gut, also Äpfel können wir auch schon mal abhaken. Haben wir schon. Gut. Schubkarre können wir uns auch schon mal hier holen gleich. Ich guck mal auf den Dachboden. Da müsste nämlich was liegen. Was Nettes. Macht man ja eigentlich nicht. Liebes Tagebuch, die Kingswood-Meisterschaften stehen vor der Tür und ich bin wirklich aufgeregt. Annie reitet inzwischen echt gut. John ist beeindruckt und hat überhaupt keine Augen mehr für mich. So kann es nicht weitergehen. Ich muss jetzt sehr hart trainieren, damit Annie mich nicht schlägt. So ein Wettkampf ist eine feine Sache, aber manchmal bin ich ganz schön eifersüchtig auf Annie, weil sie so gut ist und jeder sie mag. So, ich sollte jetzt besser mit dem Training beginnen, damit Komet und ich unschlagbar werden. Melissa. Unschlagbar. Okay, liebe Melissa. Wenn du das meinst, dass du unschlagbar bist... Na gut, lass dich einfach nicht nehmen, ist okay. Oh. Nimmt sie lässig? Einfach nicht, ey. Ich geh in die Schubkarre. Ah ja. Gut, wir kreisen mal mit der Schubkarre rum. Prima, dass sich das Rad auch so schön mitdreht. Ja. 2 von 4, okay. Ich mach mal gleich hier in die Ecke. Für den Fall der Fälle. Schätzelein, du brauchst ein paar Punkte mehr. Alle hier so. 58, ja. Ich glaube, den möchte ich jetzt eh erstmal nicht mehr haben. Dann mache ich den jetzt eben ab. Ich hab den von hier geholt, glaube ich. Ja. Du willst auf die Weide. Okay, dann bring ich dich da mal hin. Das ist kein Problem. Vielleicht kriegst du ja ein paar Punkte mehr. Warum heißt der Vater Labrador und die Mutter eigentlich Alaska? Das wäre sehr interessant zu wissen. Was? Cool. 81 ist prima. Du darfst dich frei bewegen, liebes Pferd. So, mal gucken, was die anderen zwei Schnapsnasen machen. Warum haben wir nicht eines der vorherigen Boxen gekriegt, eigentlich? Da macht's ja auch gar nichts. Alle so anspruchslos schon wieder. Ah, ja. Ich darf aber Chess misten. Prima.
Wir denken uns hier die epische Musik jetzt zu misten, bitte. Ist das ein Frühling da hinten? Ja, ach schön. Süß. Cute. So, nach dem Misten müssen wir nur füttern und streicheln. Andy singt gar nicht mehr. Andy hat wohl gehört, dass sie nicht mehr singen soll. Schütz einfach auf den Boden. Also. Ist okay. Zack. Andy, das machst du ganz toll. Wirklich. Dum-dum-dum-dum. Ist übrigens immer sehr sauber, die Schaufel. Könnte man die nämlich mal sauber machen. Und warum macht das schon nicht? Da läuft die ganze Sache rum. Hat er nichts zu tun oder zu viel, zu wenig? Ich bringe die Sachen lieber an die Stelle zurück, von wo ich sie habe, bevor ich den Stall verlasse. Liebe Annie, wir wollen mit der Schubkarre aber nicht spazieren gehen. Ah, schön, ihr müsst gestreichelt werden. Cool. So, ich glaube, wir können einfach mal nach dem Mosaik gucken, oder? Was macht die Punkte noch füttern? Das wäre so, füttern ist ja eher was für ein Mosaik, der hat meistens Dauerhunger einfach. Ah, ist klar, dass wir uns ganz hinten befinden. Hallöchen. Renn einfach weg. Wo bist du hin? Ich nehme mich jetzt einfach wieder mit rein. Bidum, bidum, bidum. Motivation pur. Gerade. Und die Hufen sind übrigens auch sehr präzise gearbeitet. Na? Stop. Und Tschüssikowski. Ach, Diamond. Herkules. Und Black Shadow klingt doch gut. Aber Labrador? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich glaube, ich bürste ihn mal. Das könnte ja eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Oh. Dann möchte ich jemand ein Äpfelchen. Schön. Den kannst du haben. Den kannst du haben, mein Lieber. Die grunzen immer so. 91. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist doch schon mal ganz gut. So, du möchtest auch gar nichts. So, wir waren schon auf dem Dachboden, wir waren in der Stube. Das Haus kommt man vor nicht mehr rein. Schlüssel haben wir ja nicht mehr. So was, ich stelle dich mal raus. Gute Idee. Also eigentlich nicht allzu verkehrt. Vielleicht. Es sei denn, sie kommen jetzt auf irgendwelche Ideen. Na, komm mit. Meistens ist es so, dass man das Pferd aufzäumt und dann kommen den Pferden irgendwelche Ideen. Ansonsten würde man eine Ewigkeit davor stehen, dann bricht jemand raus und dann, aber ich wollte das und das noch von dir. So.
Genau das. Genau das meinte ich gerade. Den bleiben, du kriegst zuerst was zu essen. Ha. Weglaufen war jetzt gerade nicht drin. So, füttern. Genau, füttern muss hier noch gemacht werden. Ja. Dann wollen wir mal loslegen. Okay. Alles gut. 2 Millisekunden zu früh abgewogen. Du möchtest nichts, gut. Okay. Auf zu Diamond. Hier, 74, ja. Hast du vielleicht auch ein Hüngerchen oder so? Dann 91 Punkte? Dann eher nicht so. Ich kann diese Kuh auf der Stelle drehen. Naja. Das heißt auf der Stelle. Fliegenkuh so hier rum. Gut, du willst nichts, dann lass ich dich jetzt hier stehen. Hier noch bei 91. Ja, mit der Bürste. Eine Bürste für alle Pferde. Manchmal klappt es, da kriegt man dann ja ein paar extra Punkte, aber das wäre wahrscheinlich zu einfach. Was machen wir jetzt? Oh, was ist denn hier eigentlich schon wieder so? Nee. Ach, du möchtest auf die Weide, gut. Das kriegen wir hin. Übrigens, ich wäre nach diesem Part ja mit dem Reiterhof 1 schon fertig. Welches Spiel möchtest ihr denn eigentlich Let's Play haben? Ich habe auf Facebook meine Spielesammlung, also auf meiner Seite mal hochgeladen. Da könnt ihr bitte gerne gucken und mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Und dann gucken wir mal, was sich machen lässt. Also ich würde mich freuen, denn ich möchte auf die Wünsche meiner Community einfach eingehen. Das finde ich hier schöner einfach. So, das ist jetzt mal Aufgaben des Pferdes, okay. Erledigt. Ereignisse und Geheimnisse, na ja. Gut. Ach ja, wer hat denn jetzt Hunger? Der Mosaik. Also wie gesagt, das bitte nicht vergessen. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und ich freue mich auch wirklich über jede einzelne Nachricht von euch. Das macht mich wirklich sehr glücklich. So, Musik hat ein Hüngerchen. Wir fliegen ein. Wow. Wir sind schon bei 100 bei Mosaik angelangt. Das ging jetzt recht schnell einfach. Übel. Zip. So, was hier los? Nichts. Stimmt, das ist hier auf der Weide. So. Du hast schon 100. So, 21 von 24. Ich guck nochmal im Offenheitsraum. Das Tagebuch hatten wir ja inspiziert von der lieben Melissa. Aha. Wahrscheinlich kommt jetzt dasselbe Mist nochmal. Und nun die aktuellste Meldung des Tages. Ein völlig überraschter Mr. Willoughby wurde heute offiziell zum Geschäftsmann des Jahres ernannt. Ich bin glücklich und stolz. Ich glaube, es ist eine der größten Ehrungen, die man bekommen kann. Das waren die Nachrichten des Tages. Und jetzt ist es Zeit für ein wenig Musik. Ich wollte eigentlich raus. Und ich wollte eben eigentlich sagen, einfach jetzt die beliebige Musik dazu denken. Du möchtest nix? Gut. Du möchtest auch nix? Dann gehen wir mal hier nach dem Fohlen gucken. Nö. Guten Tag. Kommst du wieder mit rein? Geh jetzt einfach mit.
So, also das Wichtigste, die Grundsachen wären jetzt sogar fertig. Ja. So, ich guck mal nochmal auf den Dachboden, ob da sich vielleicht irgendwas geändert hat. Ich bezweifle es. Ist hier ein Loch irgendwo in der Wand? Warum fahre ich das so? Okay, das hat man schon gelesen. Alter Sattel, nee. Da waren wir erst drin. Nicht so irgendwas. Nö. Möchtest du gemistet werden? Ja. Ja. Die Fette wollen immer noch nichts, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Oder? Außer Misten im Programm. Da muss ich wohl Misten gehen. Ups, schockt. Wie niedlich, Speed hat es zur Welt gebracht. Wundervoll, wir müssen einen Namen dafür finden. Alles ist gut gegangen und Speed war so tapfer. Pass gut auf das Fohlen auf und ruf mich an, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay. Wenn ich deine Hilfe brauche, rufe ich dich natürlich an. Wenn. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber okay. Mitkommen, liebe Schaufel, ich brauche dich. So, 22 von 24. Okay. Wir kommen der Sache immer näher. Beziehungsweise den Kingswood-Meisterschaften. Es ist einfach so ruhig im Stall irgendwie. Keiner kommt an. Ich muss die Schubkarre vor dem Stall ausleeren, wenn sie voll ist. Gute Idee. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie jetzt wieder singt. Ehrlich gesagt, sorry. Es ist einfach sehr ruhig im Stall irgendwie. Keiner kommt an, keiner möchte irgendwas. Ist es vielleicht der Stress vor der Meisterschaft? Ich bringe die Sachen lieber an die Stelle zurück, von wo ich sie habe, bevor ich den Stall verlasse. Gute Idee. So, du bist schon auf 100, mein Liebling. Was hat Diamond? 79, okay. Du möchtest nichts von uns? Okay. Müssen wir wohl leider wieder gehen. Wir gucken jetzt einfach mal nach John. Mit dem haben wir lange nicht mehr gequatscht. Ist der so weit weg? Ich warte noch einen Moment. So, 1-2 Minütchen oder so. Kuckuck. Hübsches Pferd. Ich will aber nicht schon wieder missen. Muss wohl missen. Gut, bis John wahrscheinlich hier ist, bin ich wahrscheinlich auch mit dem Misten fertig. Also wollen wir doch die Zeit sinnvoll nutzen. Ja. Komm her, Schaufel, ich brauche dich nochmal. Ist ja nicht so, dass nach zwei Schaufeln schon die Schubkarre voll ist. Aber gut. Annie muss hier Erfahrung haben. Ich muss die Schubkarre vor dem Stall ausleeren, wenn sie voll ist. Danke, Annie. Am besten einfach direkt von Stall kippen oder so. Ich denke, dass du für den Wettkampf bereit bist. Was? Okay. Und wo ist unser Briefchen? Ich glaube, ich... Oh, ein Briefchen. Hey, cool. Zack.
bringe die Sachen lieber an die Stelle zurück, von wo ich sie habe, bevor ich den Stall verlasse. Die Idee ist gut. So, du warst ja fertig, ne? Gut, ich glaube, wir satteln dich jetzt einfach mal auf und reiten wie traditionsbewusste Deutsche zum Briefkasten. Das klappt aber allerdings nicht nur mit Zügen. Hängst du wieder zurück? Hallo, liebe Annie. Zurückhängen. Annie ist jetzt stur. Ah ja. Den Sattel einfach durch die Wand, das ist okay. Gut, ich denke mal, wir haben alles. Wir haben den Mosaiken vom 100. Die wichtigsten Aufgaben sind erledigt. 4 von 5 Turnieren haben wir bis jetzt mit Gold abgeschlossen. Was soll schon passieren? So. Brief klauen und draufsitzen. Du bist zu den Kingswood-Meisterschaften eingeladen worden. Einer der größten und bekanntesten Reitveranstaltungen. Okay, wir freuen uns drauf. Und natürlich, wen auch sonst, Mosaik zum 5. Mal. Die Kingswood-Meisterschaft ist wohl das größte und berühmteste Reitfestival seiner Art. Wir heißen Sie bei diesem schwierigen, unerbittlichen Ausdauertest herzlichst willkommen. Das Geländereiten findet auf einem schroffen, ursprünglichen Terrain statt, das nur den erfahrensten und diszipliniertesten Reiterinnen eine Chance lässt. Ich bin sicher, dass wir heute unvergessliche Höhepunkte der Reitkunst beim Springen, auf dem Hindernisparcours und im Gelände erleben werden. Und wir sind bei den Kingswood-Meisterschaften angelangt. Willkommen beim Springreiten. Höchste Konzentration. Schneller, schneller. Wow. Ich glaube, ich nicht so einfach schräg rüberreiten. Los, mach schon. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Wow, eine Sekunde. So, und damit im eiskalten Hindernisrennen. Jawohl, es ist kalt. Glaube ich zumindest. Okay. Schneller, schneller. Bleib einfach mal stehen, liebes Pferd. Ich bin hier mal in dem Zaun hängen geblieben und kam nicht wieder raus. Das war auch, ja, sehr speziell, muss man so sagen. Grandios. Echt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Müssten wir, glaube ich, nach rechts, genau. Oh, flackernde Bäume sind auch wieder mit dabei. Ich höre irgendwelche Wölfe. Es ist sehr vertrauenserweckend. Nicht, dass wir hier in Wahrheit vor irgendwelchen Wölfen wegrennen. Uns fressen möchten. Ich hätte gerne einen Tee und warme Kuschelsocken. Die Temperaturen hier im Spiel, glaube ich, laden mich dazu ein. Einfach sehr, sehr herzlich. Ah, unter der Brücke durch. Gut. Okay.
hier lang. Und die Bäume flackern wie blöd hin und her. Oh, oh, das letzte Hindernis. Alles klar. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Sekunde. Exakt eine Sekunde. Reite auf mich zu und bring das Pferd vor mir zum Stehen, damit ich seine Gesundheit und seine Ausdauer testen kann. Ich werde mich beeilen. Ich fühle den Puls und werde prüfen, ob das Hindernisrennen Verletzungen verursacht hat. Ich bin jetzt fertig. Die Ergebnisse sind gut. Dein Pferd ist wirklich in Form. Du kannst zum Start gehen und auf das Startsignal für den Geländeritt warten. Viel Glück. Danke. Und nochmal willkommen zu etwas Frostigem. Schneller, schneller. Auf zum atemberaubenden Geländeritt. Diese Wölfe sind sehr vertrauenserweckend übrigens. Ja, ein bisschen mal einfeuern wäre nett gewesen. Vielen Dank. Fast hängen geblieben. Ich glaube, ja, genau, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Also ich hätte wirklich jetzt gerne einen Tee, einfach weil ich das sehe. Es friert mich immer noch. Aber nur gut. Durch die Tannen. Oh, da hinten ist Holz. Sehr viel Holz, bitte. Ich traue dem Hindernis nicht. Ich habe dahinter auch schon im Zorn festgesteckt und kam nicht mehr wieder raus. Also, ja. Und noch etwas vorsichtiger. Ups, noch ein Zorn. Wollen wir noch weiter in den Wald eigentlich rein? Oder was haben wir so jetzt so vor? Ah ja. Schneller, schneller. Ja, wir bemühen uns. Ich wüsste nicht, wie man da in einem, zwei Sprüngen rüberkommt, aber okay. Wenn ihr das wisst, bitte doch mal einfach kommentieren. Ich würde mich freuen. Ich habe doch nicht so viele Kommentare. Leider. Oh. Wow, wow, wow. Yep. Das meiste sollten wir geschafft haben. Müsste, sollte, könnte. Wie ich das sehe, ist mir einfach echt kalt. Oh, gut versteckt. Hier geht's weiter. Ich finde, manchmal sind die Wege etwas arg schlecht zu erkennen. Aber noch geht's ja eigentlich. Diese Würfe sind so vertrauenserweckend. Ich merke, Mosaik kommt, glaube ich, gerade so ein bisschen an seine Grenzen. Aber okay.
Eigentlich sollten wir es bald geschafft haben. Ja, hier geht's lang. Okay. Oh. Der war knapp. Der war echt knapp. Gibt's eigentlich irgendwo mal ein Ende oder so? Der Ritsch da hinten, wenn wir Glück haben. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Gut. Wieder der zweite und wieder sind eine Sekunde. Oh, 5 Sekunden. Das war sehr gut. Ich bin wirklich stolz auf dich, Annie. Ich wusste, du schaffst es. Du warst wirklich gut bei der Meisterschaft, Annie. Aber ich gebe mich nicht geschlagen. Du wirst sehen. Ich würde gerne mit dir sprechen, Annie. Ich übergebe Rosemont Hill an dich, Annie. Du passt viel besser an diesen Ort, als ich es jemals tat. Wirklich? Ich war nie der Überzeugung, dass Rosemont Hill meiner Familie gehört. Es ist an der Zeit, den Hof seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Wow! Darf ich die neue Eigentümerin von Rosemont Hill zum Tanz auffordern? Natürlich kannst du. Oh, wie schön!